Mehrmals im Monat ist die alte Fördermaschine auf dem Drei-Brüder-Schacht in Bewegung. Obwohl im Freiberger Revier schon lange kein Bergbau mehr betrieben wird, ist die Leidenschaft und Neugier dafür unverändert. Um diese historische Anlage wieder in Gang zu bringen, investierten in den letzten Jahren Bergbauinteressierte und Technikfreunde unzählige Stunden ihrer Freizeit. Der Bergbau ist in mehrfacher Hinsicht faszinierend. Er hat also den Reichtum hier in der Kommune, in den Bergbaugemeinden, im ganzen Land Sachsen begründet. Ja, die Bergleute selber, ein ganz fleißiges und zähes Volk, waren also in guter Kameradschaft verbunden. Es gab blindes Vertrauen. Jeder war auf den anderen angewiesen. Ja, und das gilt auch heute noch im aktiven Bergbau. Und deswegen lässt eigentlich den Bergbau niemand los. Der Drei-Brüder-Schacht war im Freiberger Revier einer der Hauptschächte. Und noch immer birgt er einen ganz besonderen Schatz in einer 200 Quadratmeter großen Höhle in über 270 Meter Tiefe. Dort ruht ein mittlerweile fast 100 Jahre altes Kavernenkraftwerk. Es zählt zu den ersten weltweit und versorgte die Freiberger Region bis Anfang der 70er Jahre mit Strom. Seither steht die unterirdische Anlage ungenutzt. Allerdings vergessen ist sie bis heute nicht. Erste Versuche, sie wieder in Betrieb zu nehmen, gibt es bereits zu DDR-Zeiten. Doch alle Bemühungen scheitern aus politischen Gründen. Mit der Wende eröffnen sich den Aktivisten neue Wege. Sie beschließen, den Verein Drei-Brüder-Schacht zu gründen. »1992 treffen sich bereits zwei Dutzend Mitglieder regelmäßig«, erklärtes Ziel, die Wiederinbetriebnahme des alten Kavernenkraftwerks. Doch zuvor müssen die übertägigen Anlagen erschlossen und gesichert werden. Für alle heißt das jede Menge Arbeitseinsätze, vor allem an den Wochenenden. Immer wieder kommt es dabei zu Unvorhersehbarem und neue Schwierigkeiten treten auf. Der größte Feind war in diesen alten Bauten also die aufsteigende Nässe, begünstigt durch die aufsteigende Nässe aus der alten Schacht selbst. Ja, da haben wir auch heute noch nicht alle Schäden beseitigt. Und dann war es die Nässe von oben. Die Dächer hatten in den Stillstandsjahren so gelitten, dass also auch von oben her die Verrottung so weit war, dass zum Beispiel das Dach der Scheidebank eingestürzt ist, weil der Dachstuhl verrottet war. Ja. Trotz der großen Herausforderungen mit ihrem Vereinsgedanken begeistern sie viele. Im Laufe der Zeit finden sich immer mehr Mitstreiter. Gemeinsam engagieren sie sich für den Erhalt und übernehmen damit Verantwortung für eine historisch bedeutsame Anlage. 2007-2008 ist es endlich soweit. Die beantragten Fördermittel werden genehmigt. Mit über 300.000 Euro können über Tage umfangreiche Sanierungs- und Neubauarbeiten beginnen. Und auch dabei setzen die Mitglieder wieder all ihre Kraft ein und leisten tausende unbezahlte Arbeitsstunden. Mittlerweile werden auf dem Gelände fast täglich Führungen angeboten. Gezeigt werden den Besuchern unter anderem die originale Schaltwarte von 1914. Fast 60 Jahre lang wurden von hier aus die vier Maschinensätze des Kavernenkraftwerkes überwacht und geregelt. Auch die Werkstatt, das Maschinenhaus und der alte Förderturm sind saniert und können besichtigt werden. Das Kraftwerk selbst bleibt für die Besucher bis heute unter Verschluss. Lediglich einen Blick können sie in den Schacht werfen. Dieser ist verwittert und nicht mehr befahrbar. Als einziger Zugang zum Unterwerk bleibt der Einstieg in den Schacht des Lehr- und Forschungsbergwerkes Reiche Zeche, allerdings nur mit Sondergenehmigung. Der Abstieg und die Befahrung durch den Rot-Schönberger Stollen dauern Stunden. Nur wenige Vereinsmitglieder können diese Strapazen auf sich nehmen. Ich selber war vor etwa 6 Monaten dort mit ein paar Freunden und Berufskollegen unter Tage. Und wir haben das Kraftwerk in einem leider nicht mehr ganz so schönen Zustand vorgefunden, da leider das Hochwasser 2002 dort einen beträchtlichen Schaden hinterlassen hat. Das heißt, es hat sich Schlamm auf die Turbinenteile abgesetzt, Schlamm auf diesem wunderschönen Fußboden, der gefliest ist und eigentlich sehr, sehr gut aussieht. Es hat dazu geführt, dass die Holzteile, die dort existiert haben, Schränke und so weiter, die sind aufgeschwommen. Die liegen heute auf der Kranbahn zum Beispiel.
die schöne Beleuchtung, die Lampen, die dort existiert haben, die sind voll Wasser gelaufen und sind dann runtergefallen und geplatzt. Also alles in allem ist der Zustand ein solcher, der danach schreit, wieder in Ordnung gebracht zu werden, würde ich sagen. Trotz vieler Rückschläge und den immens hohen Sanierungskosten, aufgeben will hier keiner, schon gar nicht nach 20 Jahren harter Arbeit. Wir haben solche Situationen nicht bloß einmal gehabt in der Vergangenheit, sondern auch schon mehrfach. Und wir hoffen einfach zum einen auf den Prinzen, der uns das Geld mal vorbeibringt. Aber natürlich sind die Zeiten jetzt auch eher dazu angetan, dass man trotzdem optimistisch bleiben kann. Denn die Energieversorgung orientiert sich zurzeit ja auch ein bisschen neu. Und das, denke ich, erweckt auch für uns einige Chancen, wo wir also durchaus der Meinung sind, es macht Sinn, weiter festzuhalten an der Sache. Eines Tages werden sich die Turbinen wieder drehen. Das haben sich alle fest vorgenommen. Und umweltfreundlichen Strom produzieren für mehr als 1000 Haushalte. Unermüdlich verfolgen mittlerweile über 60 Frauen und Männer dieses Ziel. Mehrmals im Monat treffen sie sich zu Arbeitseinsätzen, öffentlichen Stammtischen und Vorträgen. So ist beispielsweise auch eine moderne Umweltausstellung auf dem Drei-Brüder-Schacht entstanden. Sie informiert über die Bedeutung des Wassers, die Idee des Kavernenkraftwerkes und die Nutzung erneuerbarer Energien. Darüber hinaus führen die Mitglieder ehrenamtlich und voller Hingabe Besuchergruppen durch die Anlage und informieren über die Bergbaugeschichte der Region. Für sein langjähriges Engagement, das bergbauliche Erbe der Stadt, den Drei-Brüder-Schacht mit Kavernenkraftwerk zu wahren und dieses einzigartige Zeugnis sächsischer Industriegeschichte für die Zukunft zugänglich zu machen, dafür wird der Förderverein Drei-Brüder-Schacht mit dem Bürgerpreis 2011 ausgezeichnet.